haben wir eigentlich, während wir hier die Statistik sehen, von Attila Levin, auch ein ganz junger Mann, wie Sie bemerken, eigentlich auch darauf gehofft, dass wir René Monse wiedersehen. Er hat sich qualifiziert fürs Halbfinale, das sollte das zweite Halbfinale sein gegen Alexei Lesin aus Russland. Aber da ist eine ganz kuriose Geschichte passiert. Hier die Statistik von Klitschko. Im Viertelfinale, nach dem Rundengong, der die zweite Runde beschloss, hat sein Gegner Paulo Vidos nochmal zugeschlagen und hat René Monse nach der Runde praktisch K.O. geschlagen. Der Ringrichter, Herr Pettersen, wusste nicht, was er machen sollte, fragte dann das Kampfgericht und nachher entschloss er sich halt einfach, den Kampf abzubrechen. Die Italiener hatten dann überlegt, Protest einzulegen, haben sie aber nicht gemacht. Der große Fehler war, dass Pettersen den Gegner eben Vidos nicht disqualifiziert hat, sondern einfach nicht wusste, wie es weitergehen sollte. Er brach dann den Kampf ab und jetzt ist Folgendes passiert. René Monse wurde vom Arzt für 4 Wochen gesperrt, eine reine Vorsichtsmaßnahme, denn er hat ihn nachher untersucht. Ein K.O.-Schlag wurde festgestellt. Das heißt also, René Monse kann nicht antreten. Er wäre der 5. deutsche Boxer gewesen, der ins Finale hätte kommen können, auch wenn es natürlich eine harte Nuss gewesen wäre. Aber wie gesagt, er kann nicht antreten. Das zweite Halbfinale in dieser Gewichtsklasse wird ausfallen. Lesin qualifiziert sich so. Jetzt aber zurück hier zu diesem Kampf. Attila Levin in Rot gegen Wladimir Klitschko in Blau. Die erste Runde läuft. Wladimir Klitschko. Attila Levin, der dunkelhäutige Mann, hat die schwedische Staatsangehörigkeit. Sein Vater kommt aus Gambia. Treffer für Klitschko. Oh, da hat er ihn angenockt. Attila Levin wird angezählt, aber macht schon eine beruhigende Geste Richtung Trainer. Geht schon weiter. Das war dann auch der 3. Wertungstreffer. Das ist nicht immer so, also wir haben das auch schon erlebt hier, dass Boxer angezählt wurden und keine Wertung erschien. Aber diesmal wurde gedrückt. 3:0 für Klitschko. Ende der ersten Runde. Eigentlich eine deutliche Angelegenheit bislang für Klitschko. Die zweite Runde steht an zwischen Wladimir Klitschko und Attila Levin. Wir sind bei den Superschweren. Die Jungs, die mehr wiegen als 91 Kilogramm. Klitschko liegt mit 3 Punkten in Führung.
ereignisarm, diese zweite Runde. Ich habe vorhin schon mal gesagt, es gibt hier ganz in der Nähe einen Lachsfischwettbewerb im Fjord. Vielleicht wäre das jetzt ein spannender Bilder davon zu haben. Hier passiert recht wenig. Jetzt vielleicht ein Wertungspunkt für Klitschko. Schade, dass wir den Kampf René Monse gegen Lesin nicht haben werden. Das wäre eine Herausforderung gewesen für René Monse. Lesin, ganz starker Boxer. Weltmeister. Aber auch für René Monse gilt, er hat ja das Ticket für Atlanta sicher. Auch schon was. Die zweite Runde geht hier zu Ende mit einer Ermahnung von O'Connell, dem irischen Punktrichter, an Attila Levin. 6:0 also nach zwei Runden für diesen Mann hier, für Wladimir Klitschko.